Dass eine neue Ordnung des internationalen Finanzsystems wirklich zügig angegangen wird. Es kann nicht sein, dass gewisse Zocker auf der Welt teuer erspartes Geld, dass es an Wirtschaftskrisen betiert werden, weil man meinte, man könnte aus nichts auch Geld machen. Man könnte aus nichts auch etwas erwirtschaften. Es muss wieder so sein, dass man diesen Leuten das Handwerk legt. Wir brauchen dazu eine europäische Ratingagentur und eine europäische Finanzmarktaufsicht, um hier besser gewappnet zu sein. Als nächster spricht der Kollege Abgeordnete Herbert Scheibner, bitte. Ja, ich kann Ihnen nicht kein Glückwunsch ausrichten, ich kann Ihnen nur kondolieren, dass Sie sich in diese Regierung haben hineintheatern lassen. Ja? Ich meine, ich frage mich, was Sie Ihrer Partei erklären. Ja, gehen Sie in Ihre Partei hinein und sagen, hurra, wir sind wieder Zweite, wir haben eine vorgezogen. In Österreich. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir von Prognosen hören, dass es eine Arbeitslosigkeit um bis zu 100.000 mehr Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht sind, dass wir das nicht als Realität hinnehmen, die Prognosen, weil wir eben nicht das aus diesen kalten Prognosen dann Einzelschicksale werden und daher handelt diese Regierung und daher investieren wir auch ganz massiv in Forschung und in Infrastruktur. Menschen nicht enttäuschen. Ich glaube aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wenn man zu den engeren Sicherheitsbereich kommt, einige wichtige Punkte. Mich wundert ja nur so, einige hier, glaube ich, haben ja alles vergessen, wo sie die letzten Monate oder uns ein paar Jahre hier mitgeteilt haben. Erstmalig wieder einmal mehr.